Boswellia, ein hervorragender Entzündungshemmer. Wir schauen uns die Wirkung, die Indikationen und die Dosierung an. Boswellia, wunderschöner Name, auf Deutsch Weihrauch, Englisch Frankincense oder Lateinisch Olibanum. Es wird gewonnen aus dem Harz eines des indischen Gummi-Weihrauchbaumes. Es gibt Bäume in Indien und in Afrika. Aber dieses Harz wäre schlecht resorbierbar in unserem Darm. Man muss es bioverfügbar machen, indem man Emulgatoren dazu gibt. So aus Sonnenblumen-Lecithin. Nun schauen wir uns die Wirkungen an. Boswellia oder eben Weihrauch wirkt fiebersenkend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und abschwellend. Was erwarten wir von einem Grippemittel? Genau das. Oder von einem Rheumamittel? Genau diese Wirkungen. Also kann man doch überall dort, wo solche Medikamente sonst eingesetzt werden, auf Boswellia ausweichen. Die Indikationen, wo setze ich es ein? Eben, das ergibt sich in alles, was entzündlich ist. Arthritis, Darmentzündungen, zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, auch ein Leaky Gut Syndrom wird besser mit Boswellia. Dann in der Lunge, schweres Asthma, entzündliches Asthma, eine Bronchitis. Dann die verschiedenen Autoimmunerkrankungen, die sind ja auch entzündlich bedingt. Psoriasis als Beispiel oder Multiple Sklerose. Überall, wo Entzündung mitspielt, hat Boswellia eine hervorragende, heilende, lindernde Wirkung. Und zum Schluss die Dosierung. Ich empfehle zwischen 100 und 400 Milligramm Weihrauchextrakt pro Tag. Das entspricht 1 bis 4 Kapseln. In der Regel dreimal eine zu jedem Essen.